Hallo Leute, ich bin der Dominik und ich begrüße euch zu einer neuen Folge der Saarbrücken-Karriere. Und noch heute wird es sein, Saisonvorbereitungsturnier, Transferphase, Wintertransferphase und dann werden wir bis zum Ende der Saison simulieren, spielen Pokal gegen Hannover und davor nochmal in der Liga gegen Hannover. Dann sehen wir hier die nächste Transferphase, die zu Ende ist. Tanaka kommt zu uns im ZDM für 7,5 Millionen, Aremo für 6,5 Millionen für die Innenverteidigung, Franco geht 3,35, Kreuz 3,2, Barke 2,8, Kastenmeier 2,8, Arango 2,35, Kretschmer 1,55, Kammerbauer 1,3, Oschrinski 770.000, Arnold, Krüger, Lüttke, Free, Engel haben wir verliehen. Dann noch von den freien Spielern Andres, Gosalbes, Baumann, Farina und Claude. Damit sehen wir, dass das Team jetzt so aussieht. Die Innenverteidigung kommt dann Martel rein und Aremo, die umgeformt werden. Tanaka ins ZDM, weil bei Martel Aremo dauert es 2 Wochen. Andres ist ein linker Mittelfeldspieler oder rechter Flügelspieler, den wir umformen, dauert halt ein bisschen länger. Deswegen habe ich überlegt, solange bis der linker Mittelfeldspieler ist, werden wir den hier ein bisschen hochziehen, damit der linker Flügel ist, damit er auch eingesetzt wird. Da würde ich sagen, sehen wir uns im Winter wieder. Wir sind in der Wintertransferphase 2025, sind auf Platz 2, wir haben einige Spiele verloren, nur 2 sogar, okay, ich dachte, es wären mehr. 3 Unschieden, Bochum einfach gar kein Unschieden, Hamburg auch nur eine Niederlage, Pokal hat er rausgeflogen, aber der Gegner war dann halt auch wieder Borussia Dortmund, zwar auswärts, aber da kannst du halt nicht viel machen. Das Team hat sich sehr gut verbessert, Martel 78, der ist 2 Gesamtstärke hochgegangen, Aremo auch 2 hochgegangen, also das Team verbessert sich immer wieder besser, folgt langsam nicht mehr so arg, der hat nur noch 80, aber ist glaube ich noch 19 oder 20 Jahre alt, 19 Jahre alt, also der hat noch ein bisschen Zeit, da würde ich sagen, mal schauen, was in der Wintertransferphase so abgeht. Wir können jetzt hier Andres umformen vom rechten Flügel zum linken Mittelfeld, da bleibt er leider bei seiner Gesamtstärke. Nächste Transferphase ist rum im Winter und da ist wieder viel passiert, Broll geht für 3,2, Hawkins 1,75, Boda 2,45 und das war's. Okay, so viel war es dann doch auch nicht. Wir haben noch 13 Millionen, wir sind raus der Transferphase. Ich werde noch einen Stürmer holen, aber erst brauche ich die Scouting-Berichte. Würde ich sagen, sehen wir uns am Ende der Saison wieder. Wir sind am Ende der Saison. Ich hätte nichts dagegen, wenn wir noch ein Jahr in der zweiten Liga bleiben. Das passiert aber nicht. Wir steigen auf mit dem VfL Bochum in die Fußball-Bundesliga. Jetzt könnte es hart werden. Hamburg auf dem Relegationsplatz diesmal. Nicht auf dem 4. Platz. Sandhausen Kiel, da war es aber auch eng. Rostock, Würzburg, Wien, Wiesbaden, Sandhausen Kiel. Alles spannend. Waren nur 6 Punkte bei 5 Plätzen. Wien, Wiesbaden muss dann in die Relegation. Köln gewinnt den DFB-Pokal gegen Leipzig. 5:5 Elfmeterschießen. Hamburg steigt auf, dafür geht Bremen runter. Wiesbaden behält die Liga. Braunschweig muss noch ein Jahr bleiben in der 3. Liga. Calcio gewinnt den International Cup. Superpokal gewinnt Real Madrid gegen Liverpool 4:3 im Elfmeterschießen. Real Madrid gewinnt den Champions League gegen Roma. Sevilla gewinnt gegen im spanischen Duell die Europa League. UEFA Conference League gewinnt Leipzig gegen Everton. Dann schauen wir mal auf die Statistiken von unserer Mannschaft hier. Buffon hat immer noch die 80, der wird jetzt seine Karriere beenden. Da brauchen wir jetzt einen neuen Torhüter. Tanaka folgt, der geht gar nicht mehr hoch. Okay, auf eine 80 geblieben. Das Team verbessert sich. Wir haben einen neuen Spieler geholt und das war hier Bartosz Bialek. Der hat sich jetzt schon gelohnt, weil er in der Gesamtstärke hochgegangen ist. Für 12,5 Millionen wird er zu uns kommen. Dann schauen wir nochmal hier, genau, Teamzentrale, die ganzen Statistiken an. Königsdörfer nimmt ja am meisten Einsätze, Andres am meisten Tore, am meisten Vorlagen, Van Dorn 9 Vorsprung auf Tanaka und Königsdörfer, am meisten ohne Gegentor ist Königsdörfer. Am meisten Wert müsste immer noch Voigt sein mit 24 Millionen. Dann Van Dorn, der kommt langsam. Ach, Voigt verbessert sich gar nicht mehr so gut. Müssen wir dem vielleicht nochmal einen anderen Entwicklungsplan geben. Ja, in 13 Wochen dann auf 81 soll er gut sein. Da würde ich sagen, war es jetzt von dieser Folge. Wenn euch die Folge gefallen hat, könnt ihr euch ein Abo da lassen. Ihr könnt die Glocke aktivieren, damit ihr keine Videos mehr verpasst. Das sind mir Jungs, haut rein, bis dann und tschüss.